Hallo, Zimmer, heute ist ein akuter Notfall. Wir hören Kollegin Rudi Feix. Leute, Hilfe, mir ist vorhin in Sitzreihe 3 meine Mückensammlung entfleucht. Oh nein, Mücken können die Nervenkrankheit AfD übergetragen. Teilt sofort die kaputten Bundeswehrschutzwesten aus. Geht nicht, die habe ich schon an die Kurden vertickt. Die haben sowieso immer so unter der Achsel gekratzt, also die Kurden jetzt. Ist der Sigi gestern Nacht schon wieder aus der Erdanstalt ausgebüxt, oder was? Was denn jetzt mit meinen Mücken? Mücken sind gefährliche Terroristen, so wie Obama und diese AfD. Mücken sausen am Bein die Hose hoch und beißen einen mit ihren gefletschten Zähnen die Hängekarotte ab. Wir könnten die Viecher doch mit einer total süßen Sahneschnitte aufs Podium locken. Für solche Ferkeleien stehe ich nicht zur Verfügung. Und dann fragen wir die, ob die Lösegeld wollen, damit die uns in Ruhe lassen. Die Kleinen lassen die Großen nie in Ruhe. Guckt euch doch die nordfriesischen Hartz-IV-Empfänger in Kreuzberg an. Da helfen nur Panzer und Granaten. Beruhigt euch, Mücken war ein Synonym. Ich hab doch nur meine Geldbörse verloren. Hat die vielleicht niemand gefunden? Ja, ich hab die gefunden, aber das gebe ich nicht zu. Und warum nicht? Hab ich endlich meine Börse komplett in meiner Gewalt. Hier kam gerade die Nachricht, dass ein deutscher Dachs in einem stillgelegten Waldgebiet in Thüringen von einem Hochstuhl abgestürzt ist. Die Trauerfeier findet in der Bärchenwurst-Mehlmühle in Neukölln statt.